Leute, es wird wieder Zeit für Neuzugänge. Und zwar habe ich in diesem Monat mich sehr gut zurückgehalten, was ich auch vorhatte. Von daher habe ich nur 3 Bücher und 3 E-Books, das heißt 6 Neuzugänge, was ich gut in diesem einen Video zusammenfassen kann. Was gut ist, ich bin stolz auf mich. Ich habe davon, glaube ich, nur eine einzige Sache selber gekauft, der Rest irgendwie anders bekommen. Ihr werdet sehen, was ich damit meine. Aber zuerst fange ich damit an, ich habe Anfang dieses Monats das hier bekommen. Und zwar ist das ein Lesezeichen von Katharina, Die Reise des Protektors von Larissa Wolf. Ich habe das ja im letzten Monat gelesen und geliebt. Ich finde das toll, das E-Book. Ich glaube, es gibt es auch als Taschenbuch. Ich bin mir gar nicht... Doch, es gibt es als Taschenbuch und ich war so ein bisschen... ein bisschen enttäuscht, dass ich es nicht als Taschenbuch habe, weil ich dieses Cover so wunderschön finde. Jetzt habe ich ein Lesezeichen bekommen von der Autorin. Sie hat die vorgestellt auf ihrer Facebook-Seite und meinte, die ersten 5, glaube ich, die da kommentieren, bekommen ein Lesezeichen zugeschickt und ich war die 2. oder so. Deswegen habe ich es auch signiert bekommen. Sie wusste aber auch, dass ich diesen YouTube-Kanal habe, BookTube-Kanal. Sie war auch selber mal eine BookTuberin, habe ich jetzt bei BookToasterNick rausgefunden. Auf jeden Fall hat sie mir angeboten, mir ein paar mehr zuzuschicken. Und zwar habe ich die hier. 5 weitere Lesezeichen, alle auch signiert, natürlich ohne Namen, weil sie ja nicht wusste, an wen die gehen. Und die werden auf jeden Fall im März auf meinem Kanal verlost, deswegen bleibt dran. Ich habe in diesem Monat Kanalgeburtstag, mein Kanal wird 1 Jahr alt und ich hatte da sowieso geplant, dass ich hoffentlich eine Verlosung mache mit noch ein paar anderen Sachen, die ich selber hier habe und dafür raussuche. Ich hoffe, das klappt, aber wenn nicht, dann werden diese Dinge auf jeden Fall verlost, weil dafür habe ich sie ja bekommen. Und ich hoffe, ihr freut euch auch deswegen, weil die sehen richtig, richtig schön aus. So, aber der bleibt auf jeden Fall bei mir, weil mein Name draufsteht. Danke, Larissa, ich freue mich. Ja. Die kam hier an, jetzt kommen wir zu den Büchern. Ich glaube, ich fange mit den Printbüchern an und mache am Ende dann die E-Books. Für diejenigen, die sich halt für die E-Books nicht interessieren, die können dann da halt abschalten. Bleibt trotzdem dran, weil es die meisten dieser E-Books auch als Taschenbücher und so gibt. Und zwar habe ich erstmal diesen Monat dieses Buch bekommen, Ein Tag in Paris von Jojo Moyes. Es ist ein Hardcover, hat um die 100 Seiten und ist dieses diese Prequel-Geschichte, 106 Seiten hat es, von diesem Buch, das hier jetzt vor kurzem rausgekommen ist, auch von Jojo Moyes, Ein Bild von dir. Und das hatte ich schon im Dezember angefordert. Auch was liest du? Da gibt es ja dieses Punktesystem. Man bekommt Punkte und dann kann man die für Bücher eintauschen. Und so Dezember gab es halt, im Adventskalender gab es halt so bestimmte Bücher, die es sonst dann nicht gibt, die man für Punkte eintauschen kann. Und ich habe dieses Buch ergattert. Musste aber bis jetzt, bis Anfang Februar warten, bis das bei mir angekommen ist. Ich hatte ja schon in den Neuzugängen Dezember gesagt, dass ich auf dieses Buch warte. Ich habe ja noch nicht gesagt, auf welches, aber dass ich auf ein Buch warte und ich musste echt lange darauf warten. Aber ich habe es jetzt bekommen und ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon lesen soll oder erst, wenn ich dieses Buch dazu habe, wo es weitergeht, Ein Bild von dir. Ich weiß noch nicht. Mal sehen. Aber ich bin froh, dass ich es endlich habe. Ich weiß auch gar nicht, worum es geht. Meine Liebesgeschichte in Paris. Ja, mehr sage ich dazu nicht. Ich weiß es selber auch gar nicht. Dann habe ich das einzige Buch, glaube ich, das ich wirklich richtig gekauft habe für Geld diesen Monat, obwohl ich das eigentlich nicht wollte. Ich bin drüber gescheitert und muss es einfach mitnehmen. Und zwar im Marke auch bei uns, während ich was anderes gekauft habe. Und zwar Totentöchter, die 3. Generation von Lauren DeStefano für sage und schreibe 6,99 als Mail-Exemplar. Und da musste es einfach mit, weil so viele ja auch schon gekauft hatten und drüber geredet haben. Und es war auch Lila, von daher muss es irgendwie mit. Ich bin gespannt, mir schwirrt in meinem Kopf rum, es ist nicht der erste Band, weil da 3. Generation draufsteht. Aber ich glaube, es ist ein Einzelband, oder? Oder nicht? Ich bin mir gar nicht sicher. Wer es genauer weiß, schreibt mir bitte in die Kommentare. Aber ja, es muss da einfach mit und ich finde es ganz hübsch. Worum geht es überhaupt? Ach ja, es geht um Rhine oder Rina. Die lebt in einer Welt, in der alle Leute irgendwie schnell sterben, weil irgendwas Schreckliches passiert ist. Die Mädchen sterben, glaube ich, schon mit 20 oder so.
und die Männer mit 25. Deswegen wird schon sehr früh gefordert, dass sie sich heiraten und Kinder kriegen und so. Und Ryan soll schon mit 16 verheiratet werden. Sie hat aber gar keine Lust darauf, denn sie mag ihren zukünftigen Mann nicht so gerne. Und da rebelliert sie so ein bisschen. Und ob das klappt oder ob sie ihn doch heiraten muss und Kinder kriegen muss oder nicht, ja, findet selber raus, finde ich hoffentlich auch bald raus. Bin auf jeden Fall gespannt. Dann habe ich diesen Monat noch ein Rätsel-Exemplar bekommen, und zwar Glücklich verlobt von ML Busch, der zweite Teil der Glücklich-Trilogie. Dazu gibt es auch schon eine Rezension, die verlinke ich euch in der Infobox. Danke an die Autorin, dass ich wieder mal dieses Rätsel-Exemplar bekommen habe. Es hat um die 335 Seiten irgendwie so, ein paar mehr. Und ich mochte es, wie es weiterging. Es geht hier weiter mit Lainey und Rod und ihrer Liebesgeschichte, und dieser kleine Thriller-Anteil hier drin ist, dass Rods kleine Schwester Vanessa von ihrem Ehemann verprügelt wird, der aber nicht eingesperrt werden kann, weil er ein perfektes Alibi für die Tatzeit hat, und das passt Rod gar nicht, und er möchte, dass er Sebastian, seine gerechte Strafe bekommt, und ob das klappt oder nicht und was Rod da unternimmt, müsst ihr selber wissen, und ob deren Liebe, also Lainey's und Rod's, Bestand hat und wie es weitergeht. Ich glaube, der Titel sagt schon sehr viel, aber trotzdem fand ich es gut. Müsst ihr selber dann gucken, ob euch das interessiert. Der Link in der Infobox wie immer. Und jetzt kommen wir zu den E-Books, wie gesagt, für alle, die jetzt abschalten, denen das nicht interessiert. Bye! Aber ich würde trotzdem euch sagen, bleibt dran, denn vieles davon gibt es auch als Taschenbücher. Und zwar habe ich als erstes bekommen für eine Leserunde auf Lovely Books Liebe nach Drehschluss, der erste Band, Küsse im Rampenlicht von Michaela Grün. Dazu gibt es auch schon eine Rätsel, die verlinke ich ebenfalls in der Infobox. Es hat 235 Seiten und habe ich in der Mubi-Version, also die für den Kindle, und kostet 99 Cent. Das ist eigentlich ein ziemlich guter Preis für die Geschichte. Und zwar geht es hier um eine Frau, die zu den Golden Globes darf und da aber einem berühmten Filmstar über den Weg läuft und seine Begleitung für diesen einen Abend spielt. Und dann entwickelt sich so ein bisschen was zwischen denen, aber die Frage ist, kann ein normales Mädchen und ein Film-Super-Schauspieler-Star überhaupt zusammen sein, oder steht alles so zwischen den Paparazzis und Co.? Ja, fand ich ganz gut. Dann habe ich noch das E-Book bekommen, Fürsten der Dämonen, der erste Band, Unsterblich von J.K. Blum. Ebenfalls für eine Leserunde auf Lovely Books. Es hat 375 Seiten in meiner Ausgabe, in der, ich weiß es gar nicht, ich glaube EPUB-Version ist das. Es hat aber, glaube ich, in der Mobi-Version 420 Seiten, stand zumindest auf Amazon. Kostet 4,99 und ja, fand ich auch ganz gut. Dürfte es, jetzt wo ihr dieses Video seht, auch eine Rätsel geben, die verlinke ich auch in der Infobox. Es geht hier um, ich habe ihren Namen schon wieder vergessen, um ein Mädchen, das eines Tages rausfindet, dass die Mutter eine Dämonin ist, ein Fürstin der Dämonen, und an ihrem Vater auch nicht alles normal ist, und dann rausfindet, dass sie eigentlich gar kein Mensch ist, weil sie ja von denen abstammt, und das bringt ihre ganze Welt durcheinander, und auch das, als sie dann rausfindet, dass ihr Vater sie umbringen will. Und da muss sie davor fliehen und dann immer mehr rausfinden, wer sie eigentlich ist, was sie eigentlich kann und wie sie sich vor ihrem Vater retten kann. Und das ist ganz gut gelungen, finde ich. Es gibt auch so eine kleine Liebesgeschichte und es ist eine nette super Geschichte. Guckt euch die Rezi dazu an, falls es euch jetzt interessiert. Und als letztes, diesen Monat hat mich erreicht ein E-Book, auf das ich schon sehr lange scharf war, weil es jemand geschrieben hat, der hier auf YouTube auch sehr aktiv ist und den wahrscheinlich sehr viele von euch kennen, und zwar geht es um die liebe Peach Galore, also Mona, die hat ja ein Buch geschrieben, und zwar dieses hier, Schattentraum, der erste Band Hinter der Finsternis von der besagten Mona Kasten. Habe
habe ich bei Was liest du für eine Leserunde bekommen, ergattern können. Ich habe mich gefreut wie ein Schnitzel, weil ich diese Geschichte schon lange lesen wollte, weil ich Mona auf ihrem Kanal auch schon lange verfolge und irgendwie, ja, dachte so, das klingt nach einer Geschichte für mich. Und zwar hat diese Geschichte bei meiner EPUB-Version 259 Seiten und kostet 2,99 als E-Book und 10,99 als Taschenbuch. Und es geht hier drin um Emma, und Emmas Mutter stirbt bei einem Autounfall und sie zieht daraufhin um besser mit ihrer Trauer umzugehen in eine neue Umgebung mit neuen Menschen und so. Und trifft dort auch neue Menschen, unter anderem den geheimnisvollen, total gut aussehenden Gabriel, der sie am Anfang ignoriert, aber später stark anbaggert und immer sehr seltsam reagiert, jeden Tag anders auf sie. Mal flirtet er, mal geht er auf Distanz und sie will natürlich rausfinden, was los ist mit ihm, wieso er sich so verhält und wieso ihre Albträume immer schlimmer werden. Auch und wieso er auch überhaupt drin vorkommt in diesen Albträumen. Es hat so einen Fantasy-Touch, wie ihr gehört habt. Und ich wusste am Anfang nicht, worum es geht, also was für Fantasy-Kreaturen da eine Rolle spielen. Aber es findet man, glaube ich, ganz schnell raus, wenn man es liest, weil wenn man schon ein paar Geschichten in die Richtung gelesen hat, dann weiß man es. Aber ich bin froh, dass ich das endlich lesen konnte und das findet ihr sicher, die Rezi auch in der Infobox, weil ich das bis dahin sicher auch schon hingekriegt habe, ich hoffe nämlich. Ja, das war es auch schon. Ich bin froh, dass es diesen Monat relativ sich in Grenzen gehalten hat und ich auch nicht mal viel Geld ausgegeben habe, weil, wie gesagt, ich habe nur ein Buch selbst gekauft. Von daher schreibt mir gerne in die Kommentare, welches der Bücher ihr auch schon gelesen habt und wie ihr es gefunden habt. Beziehungsweise, ob vielleicht jemand sich finden kann, der mit mir zusammen dieses Buch liest oder mir überhaupt sagt, ob das der erste Band ist oder ob das ein erster Band ist. Ich bin mir nämlich gerade nicht so sicher. Ich hoffe schon. Naja, mal sehen. Auf jeden Fall beende ich jetzt dieses Video. Ich sage hoffentlich bis zu meinem nächsten Video. Bye, bye.